Heute machen wir eine kurze Zusammenfassung von Lektion 23. Was haben wir bis jetzt gelernt? Wir haben Hauptsatz mit trotzdem gelernt. Ein paar Beispiele. Es regnet draußen, trotzdem gehen wir spazieren. Noch ein Beispiel. Paula hat viel gelernt, trotzdem hat sie die Prüfung nicht bestanden. Trotzdem hat sie die Prüfung nicht bestanden. Hier haben wir einen Hauptsatz. Wir haben gesagt, Sätze mit trotzdem verbinden zwei Hauptsätze. Die beiden Verben hat und bestanden sind in Position 2 und am Ende des Satzes. Trotzdem steht am Anfang des Satzes. Sie ist das Subjekt. Paula hat viel gelernt, trotzdem hat sie die Prüfung nicht bestanden. Hier haben wir einen Gegensatz. Sie hat viel gelernt und sie hat nicht die Prüfung bestanden. Sätze mit trotzdem drücken eine Folge aus, aber eine Folge, die wir nicht erwartet haben. In diesem Beispiel, Paula hat viel gelernt. Wir haben erwartet, dass sie die Prüfung bestehen würde. So, hier haben wir eine unerwartete Folge. Jetzt machen wir weiter mit den Verben, Nomen und Adjektive mit Präpositionen. Die Präpositionen mit, auf, an und zu. Alle sind Präpositionen, aber es gibt Präpositionen mit Dativ, in diesem Fall mit und zu. Und Präpositionen mit Akkusativ, auf und an. Sprechen. Sprechen ist ein Verb, das die Präposition mit hat. Sprechen mit. Zufrieden sein. Zufrieden ist ein Adjektiv. Zufrieden sein mit. Lust haben. Lust ist ein Nomen. Lust haben auf. Warten. Warten auf. Das Verb denken hat die Präposition an, denken an. Passen, passen zu. Ein paar Beispiele. Sprechen mit. Wir haben schon gesagt, dass mit Dativ ist. Präpositionen mit Dativ brauchen ein Dativobjekt. Timo spricht mit seinem Onkel, seinem Onkel. Zufrieden sein mit. Carla ist zufrieden mit ihrem Zeugnis. Warten auf. Die Kinder warten auf den Bus. Dann haben wir Lust haben auf. Ich habe Lust auf ein leckeres Stück Kuchen mit Sahne. Denken an. Ich denke an die Ferien. An ist eine Präposition mit Akkusativ. Auch Präpositionen mit Akkusativ brauchen ein Akkusativobjekt. Ich denke an die Ferien. Das war alles für heute.